Hallo ihr Lieben, endlich komme ich mal wieder zum Drehen. Ich habe jetzt schon bestimmt eine Woche lang nichts mehr drehen können, weil ich einfach absolut keine Zeit hatte. Also wir hatten zu Hause bei meinen Eltern auch Besuch aus der Familie, aus dem Ausland und da wollte ich natürlich auch zu Hause sein und da hatte ich einfach überhaupt keine Zeit mehr zum Drehen und folglich habe ich natürlich auch keine Videos hochladen können. Deswegen wird es höchste Zeit und ich dachte mir, heute beginne ich einfach mal mit einem Tag. Ich wurde nämlich schon vor sehr, sehr langer Zeit von der lieben Mika Liest getaggt. Und zwar für den Bücher des Regenbogens Tag. Und den mache ich jetzt einfach mal, damit ich endlich mal wieder was drehen kann. Ich beginne einfach mal mit der Farbe Rot, so wie das auf der Liste steht. Also ja, vielleicht kurz zur Erklärung, obwohl die meisten werden es wahrscheinlich kennen, denn die meisten haben diesen Tag auch schon gemacht. Aber nochmal kurz, es geht darum, die Farben des Regenbogens sozusagen in Büchern darzustellen. Also man hat dann sozusagen die Farbe des Covers von dem Buch, was dann zu den Farben des Regenbogens passt. Und ich beginne mit der Farbe Rot. Und das ist bei mir, da habe ich dieses Buch ausgewählt, Delirium von Lauren Oliver. Und ja, wie man sieht, ist das ein rotes Cover. Es ist nicht vollkommen rot, denn es ist ja ein Gesicht drauf, aber selbst auf dem Gesicht ist so eine rote Schrift zu sehen. Und hinten ist es natürlich ganz rot. Und ich glaube, ja, das ist so ein Weinrot. Ja. Aber ich denke, das geht durch als rot, oder? Ich hoffe es mal. Das wäre also rot. Und dieses Buch habe ich auch schon gelesen und fand es sehr, sehr gut. Leider habe ich Pandemonium, das ist der zweite Teil dieser Trilogie, noch nicht lesen können, aber werde ich auf jeden Fall irgendwann mal tun. Und Requiem ist der dritte Teil, der soll jetzt im Januar, glaube ich, erscheinen. Also wird es höchste Zeit, dass ich Teil 2 endlich mal zu lesen kriege, damit ich dann Teil 3 auch gleich lesen kann. Denn ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Also ja, sehr empfehlenswerte Dystopie auf jeden Fall. Nächste Farbe ist Orange. Da habe ich mich ziemlich schwer getan, muss ich sagen. Ich habe wirklich kein einziges Buch in meinem Bücherregal gefunden, also zumindest hier in Freiburg, das wirklich orange ist, das als orange durchgeht. Das einzige Buch, in dem ein bisschen orange ist, ist Dark Village. Dreht euch nicht um, das ist der zweite Teil, ist von Kjetil Jonsson. Und ja, ist ein bisschen orange drin. Also vor allem hier ist natürlich orange, aber ja, ich kann nichts tun. Ich habe leider kein anderes oranges Buch. Zu dieser Reihe hier, Dark Village-Reihe, die ist ziemlich gut, kann ich sagen. Ist im Koppenrad Verlag erschienen und bisher sind 3 Bücher erschienen. Ich glaube, es sind insgesamt schon 10 oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auf Deutsch sind 3 Bücher erschienen und ich glaube im April, wenn ich mich nicht irre, oder im Februar schon. Auf jeden Fall nächstes Jahr erscheint dann Band 4 und vor allem Band 3 hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch zu Band 3, zu den anderen nicht, aber zu Band 3 habe ich auf jeden Fall schon eine Rezension abgedreht. Die kann ich euch gerne in der Infobox dann verlinken, wenn euch das interessiert. Also Band 3 hat mir am besten gefallen bisher und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, nächste Farbe ist Gelb. Gelb, ja, habe ich zunächst auch gedacht, oh Gott, wo finde ich was Gelbes? Aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, ja, das ist doch richtig quietschgelb. Alessia Gassola mit Skalpell und Lippenstift heißt das Ganze. Ist auch eine Krimi-Reihe, sowas in der Art, also so Krimi-Chiclet-Reihe. Und ja, habe ich im Sommer gelesen, im August, hat mir aber nicht so wahnsinnig gut gefallen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß, dass mittlerweile der zweite Band erschienen ist und der ist orange. Aber nee, ist einfach nicht mein Ding gewesen. Also das war mir zu, ich weiß nicht. Der Krimi an sich war jetzt nicht so wahnsinnig spannend und auch die Liebesgeschichte nebenher war auch nicht so toll. Ja, nee. Kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob irgendjemand vielleicht was anderes darüber sagen kann. Vielleicht gibt es ja jemanden unter euch, der dieses Buch geliebt hat oder so. Dann kann er gerne schreiben in die Kommentare. Aber ja, mir selber hat es nicht so gut gefallen. Aber mir kann ja nicht alles gefallen, ne? Wäre ja auch langweilig. Nächste Farbe auf jeden Fall ist grün. Und grün habe ich leider auch nicht so viele Bücher. Also ich hätte da, ja, das sind alles Bücher, die ich schon tausendmal in die Kamera gehalten habe. Das ist das Problem. Da wäre dann Smaragdgrün zum Beispiel aus der Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Das ist ja relativ grün, also so ein helles Grün. Dann hätte ich noch Türkisgrüner Winter, aber das habe ich auch schon tausendmal in die Kamera gehalten.
Ja, dieses Buch, was ich jetzt in der Hand habe, habe ich auch schon oft in die Kamera gehalten. Aber was soll's? Das sind eben meine grünen Bücher. Also das andere grüne Buch, was ich noch habe, ist City of Bones, Chroniken der Unterwelt. Das ist der erste Teil der City of Bones-Reihe von Cassandra Clare. Kam ja auch schon der Film raus. Auch dazu habe ich ein Video gedreht. Und auch zum zweiten Teil City of Ashes habe ich schon ein Video gedreht. Den dritten Teil muss ich immer noch lesen, zu meiner Schande. Den habe ich ja gleich gekauft, nachdem ich den ersten Teil gelesen hatte, nachdem ich dann den Film gesehen habe, habe ich dann gleich Teil 2 und Teil 3 gekauft. Aber ja, ich habe es leider noch nicht lesen können. Ich habe einfach zu viel ausgeliehen in der Bibliothek, in der Bücherei. Ich kam nicht dazu. Also das ärgert mich selber ziemlich, weil ich finde es schon spannend und ich möchte schon wissen, wie es weitergeht. Ja, ich hoffe mal, vielleicht im Dezember. Wenn nicht, dann spätestens im Januar werde ich City of Glass dann lesen. Auf jeden Fall gefällt mir diese Reihe bisher auch sehr, sehr gut. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Farbe und das ist die Farbe Grün im Regenbogen. Und da habe ich dieses Buch hier ausgewählt. Das ist Something Blue von Emily Griffin. Und ich weiß nicht, ob ihr den, also man sieht ja, ich habe angefangen zu lesen, aber das Buch leider nie beendet, weil es mir nicht so gut gefallen hat. Ich habe es eigentlich auch nur gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Something Borrowed kennt. Ist auch von Emily Griffin ein Buch und wurde eben verfilmt. Und damals habe ich dann eben das Buch gelesen und den Film angeschaut. In diesem Buch geht es auf jeden Fall um die beste Freundin der Protagonistin aus dem ersten Buch. Ja, und ich wollte natürlich schon wissen, wie es so weitergeht und habe gedacht, vielleicht erfährt man auch einiges über die Protagonistin aus dem ersten Buch und so. Ja, tut man auch, aber irgendwie ist es ziemlich langweilig. Naja, wie auch immer, es ist auf jeden Fall blau und passt in diesen Regenbogentag. Nächste Farbe ist dann lila. Lila habe ich auch einige Bücher, vor allem von Cecilia Ahern habe ich einige Bücher, die lila sind. Und da habe ich jetzt auch eins ausgewählt, und zwar The Book of Tomorrow. Also ich habe die meisten Cecilia Ahern Bücher auf Englisch gelesen, weil ich die ganz gerne auf Englisch lese. Die sind dann auch immer so in so einem schönen Format, finde ich. Das Cover finde ich immer sehr schön. Auf Deutsch sind die ja immer blau und auf Englisch sind die immer ganz verschieden und wirklich sehr schön mit so goldenen Ornamenten und sowas. Das finde ich ganz, ganz toll. Und The Book of Tomorrow ist, ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch? Ich sage jetzt einfach mal, um was es geht. Vielleicht können sich das manche dann schon denken, wenn sie es gelesen haben. Mir fällt es gerade nicht ein, wie es auf Deutsch heißt, aber ist auch sowas Ähnliches, irgendwas mit Buch vielleicht. Egal, es geht nämlich auf jeden Fall um ein Buch. Es geht um ein junges Mädchen, glaube ich. Tamara. Und sie leiht sich, glaube ich, ein Buch aus oder findet ein Buch, irgendwie sowas. Und dieses Buch ist gestaltet wie ein Tagebuch. Und da steht auf jeden Fall immer irgendwas drin, was in ihrer Zukunft passieren wird oder so. Oder was gerade passiert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, wann es erschienen ist, aber ich habe es ja direkt gekauft, als es auf Englisch erschienen war. Deswegen ist es schon ein bisschen zu lange her. 2010, ja, okay. Also ja, 3 Jahre ist es her. Weiß ich nicht mehr ganz exakt, um was es geht, aber ich glaube, es war irgendwas mit einem Buch. Und eben typisch Cecilia Ahern, also so ein bisschen Magie ist immer mit drin und das finde ich halt ganz schön, was sie so schreibt, mit diesen magischen Momenten immer wieder zwischendrin und ja, ein sehr schönes Buch auch. So, und dann gibt es ja noch diese zwei Extrafarben. Da gibt es ja einmal weiß, das war ziemlich schwer. Also ich habe kein Buch, das wirklich ganz weiß ist, wo nichts anderes drauf ist, außer weiß. Also ich meine, ja, von Jojo Moyes, wie heißt's? Ein ganzes halbes Jahr, genau. Das ist weiß, aber hat auch so schwarze Schrift und so ein bisschen was Rotes mit drin, glaube ich. Ja, ich habe jetzt einfach mal das hier genommen. Last Night at Chateau Marmont von Lauren Weisberger oder wie auch immer man die Dame ausspricht. Ja. Es ist halt ein goldener Schuh drauf. Ja, was kann man machen? Es ist ansonsten weiß. Ja, ich nehme das jetzt einfach als weiß und ich hoffe, es geht auch so durch. Lauren Weisberger kennt man ja von Der Teufel trägt Prada. Und dieses Buch heißt, glaube ich, irgendwas Champagner und Stilettos auf Deutsch, genau. Habe ich auch ja, eben auf Englisch gelesen. Habe ich irgendwann im Sommer auch gelesen, glaube ich.
Nein, es war im Frühling. Ich habe es letztes Jahr im Frühling, glaube ich, gelesen. Kann das sein? Wie auch immer, auf jeden Fall ist es auch eine Weile her. Und ich weiß, dass es um eine junge Frau geht. Sie steckt in einer Beziehung mit einem Mann, der Sänger ist, glaube ich, oder zumindest in so einer Band mitspielt. Und ja, plötzlich wird er auf jeden Fall ziemlich berühmt. Ja, und sie muss damit jetzt natürlich umgehen lernen, dass ihr Mann jetzt so wahnsinnig berühmt ist und von Groupies belagert wird und alle Frauen was von ihm wollen und keine Ahnung. Also echt nicht einfach für die junge Frau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Brooke and Julian. Also wahrscheinlich dann Brooke, ja. Da sind dann natürlich hunderte von Paparazzis hinter ihr her und hinter ihrem Freund her und Chateau Marmont ist eben dieser Platz, wo solche Stars sich manchmal vergnügen. Also das ist so ein Chateau, wer hätte das gedacht? Und da gibt es einen Blue Pool und was weiß ich was und da sind ein Haufen Stars und da hält sich eben die Protagonistin auch zeitweise auf. Deswegen heißt das Buch Chateau Marmont. Ja, fand ich auch sehr unterhaltsam. Ich mag ja Lauren Weisberger. Ich habe auch schon einen Ring von Tiffany von ihr gelesen und fand das auch sehr gut. Und ich habe mir jetzt zuletzt auch Der Teufel kehrt zurück oder so. Also dieses Der Teufel trägt Prada Nummer 2. Die Rache kehrt zurück. Egal, irgendwas mit Drache und Teufel kehrt zurück. Irgendwie so heißt das. Das habe ich mir auch gekauft, habe es leider noch nicht gelesen, aber das wird auf jeden Fall auch noch gelesen. Vielleicht auch erst im Sommer, weil ich glaube, das ist mehr so ein Sommerbuch für mich. Ich weiß auch nicht. Lauren Weisberger ist irgendwie für mich so Sommerschriftstellerin. Ja. Auch nicht schlecht auf jeden Fall. Aber jetzt, ich rede schon wieder viel zu lange. Das ist eigentlich nur ein kurzer Tag und ich rede und rede. Meine Güte, kommen wir zur letzten Farbe. Und das ist nämlich schwarz. Schwarz wie die Nacht. Und da muss ich euch ein Buch zeigen, denn ich habe nicht so viele schwarze Bücher. Ich meine, ich hätte zum Beispiel Silber anzubieten. Das ist natürlich relativ schwarz, obwohl nur der Schutzumschlag schwarz ist und der Rest ist ja, glaube ich, rot. Ansonsten habe ich nicht so viele schwarze Bücher. Ich habe jetzt eins gefunden, das ganz schwarz ist, bis auf die Schrift und ein kleines Bild. Aber dieses Buch kommt jetzt eigentlich erst im nächsten Video, was ich jetzt gleich drehen möchte, denn das ist ein Neuzugang. Ja, das habe ich erst vor 2 Tagen bekommen mit der Post. Und eigentlich wollte ich es euch noch nicht zeigen, erst im Neuzugänge-Video, aber egal, jetzt kriegt ihr es eben vorher schon zu sehen. Das ist Kissed von Alex Flynn. Und ja, das ist schwarz. Bis auf die Schrift, habe ich ja gesagt. Genau. Und das ist nämlich auch ohne Schutzumschlag. Moment, wenn ich das hinkriege. Ist nämlich auch ohne Schutzumschlag schwarz. Ja. Ich bin gespannt, wie das Buch ist. Das habe ich ja noch nicht gelesen. Aber ich habe von Alex Flynn ein E-Book gelesen. Das war Magical. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein ganz tolles E-Book. Und ich weiß nicht, wer Beastly gesehen oder gelesen hat, diesen Film Beastly. Beziehungsweise das Buch auch von Alex Flynn. Das ist ja Die Schöne und das Biest in modern sozusagen. Und da gibt es ja eine Hexe, die. Wie heißt sie? Kendra, genau. Die Hexe Kendra gibt es ja da. Und in Magical geht es eben um Kendra. Und da wird sozusagen ihre Geschichte erzählt und parallel wird noch so eine andere Geschichte erzählt. Also, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich werde es mal hier einblenden. Das Cover ist ein ganz tolles Buch und vor allem sehr interessant, wie da diese alten Grimmschen Märchen so mit hineingepackt werden und wie die dann irgendwie immer alle im Zusammenhang stehen mit Kendra. Und ach, ich fand es sehr interessant und ich mag solche Sachen. Ich mag solche Märchen, die modernisiert werden und allgemein alles, was so moderner dargestellt wird. Ich mag ja auch Sherlock Holmes, also die Serie Sherlock ist ja auch die moderne Variante von Sherlock Holmes, mag ich auch total gerne. Also ich finde das immer so interessant, das in der modernen Zeit zu sehen, was vor weiß nicht wie vielen Jahren mal erfunden oder geschrieben oder keine Ahnung, ausgedacht wurde. Das finde ich immer ganz interessant, wie das dann in der heutigen Zeit sozusagen dann aussehen könnte. Ja, aber genug geredet. Ich spare mir dieses Reden mal für das nächste Video auf, denn das wird mein Neuzugänge-Video sein. Das drehe ich jetzt auch gleich ab. Ja, da würde ich mal sagen, da sehen wir uns dann im nächsten Video bei meinen Neuzugängen. Und ich hoffe, der Tag hat euch gut gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei der Mika fürs Taggen. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!